freue mich wieder, hier einen kurzen Aufenthalt im schönen Kärntnerland verbringen zu dürfen. Und ich freue mich ganz besonders, den heutigen Abend mit euch hier teilen zu können. Für all jene, die noch Lust, Laune und besondere Ausdauer haben, stehe ich ja auch noch am morgigen Tag dann speziell zur Verfügung. Die Thematik Zeit hat ja im Jahre 2012 eine besondere Zuspitzung gehabt, insbesondere dadurch, dass in der Medienwelt auf einmal das Thema Meyer-Kalender zu einem unglaublich wichtigen Thema geworden ist, bedauerlicherweise in einer sehr oberflächlichen, noch dazu vorrangig missdeutlichen Beleuchtung. Das war zu befürchten, hat aber für meine Vorstellung doch eine Größenordnung angenommen, die ich auf der einen Seite sehr bedauert habe, weil damit die Tiefe und die Breite und die Wertigkeit dessen, was uns aus dieser Hinterlassenschaft in den letzten Jahrzehnten zugänglich geworden ist und worin zumindest ein kleiner Promillsatz der Menschen ein vollkommen anderes Bild von der Realität der Zeit in die Vorstellung gebracht hat. Diese ganze Hysterie, die sich um diese Thematik Weltuntergang in dieser unsinnigen Überzeichnung und Fehldeutung artikuliert hat, hat vielleicht eine kurze Erklärung notwendig. Die Menschheit befindet sich sowohl in einer unterbewussten traumatischen Situation seit Jahrtausenden und die ist noch zusätzlich über die religiösen Instrumente inhaltlich und ideologisch verankert worden. Jeder und jede von uns kennt natürlich das mythische Bild im Alten Testament von der sogenannten Sintflut, von der großen Flut, wo also die Menschheit fast von dem Planeten ausgetilgt worden wäre, zumindest in dieser Darstellung. Und nur mit einem bestimmten Trick ist es sozusagen möglich gewesen, dass über ein Unikat der Noah-Sippe sozusagen die Menschheit, der Planet, die Menschheit noch tragen darf. Hier ist von der traumatischen Ebene, die über die großen Zeiträume auf dem Planeten immer wieder, vor allem durch Naturereignisse, sie sind ja auch in der Gegenwart in einer zunehmenden Intensität und Verdichtung gegenwärtig, für die Menschen, die sozusagen Grenzwertigkeiten erfahren, und oft auch mit unvorstellbaren Verlusten von Menschen gegeben sind. Alleine wenn man heute etwa weiß, dass vor gar nicht so langer Zeit das Mittelmeer noch eine Art Tiefebene war und erst durch den Durchbruch um Gibraltar dann praktisch die gesamte Menschheit, die damals in dieser Tiefebene, wo heute das Mittelmeer ist, praktisch auch ausgetilgt worden. Das sind natürlich also traumatische Erfahrungen, die weitergegeben werden, die aber förmlich bis in die genetische Ebene entsprechend verankert sind. Die religiös getragenen Interpretationen haben da tatsächlich dazu noch beigetragen, weil vor allem in den monotheistisch sich formenden Religionsformen ein Gottesbild geschaffen wurde, die im Wesentlichen eine Projektion des patriarchalen Machtgefüges darstellt und damit dem Schöpfergott, diesem eifersüchtigen, eitlen Schöpfergott, wie er sogar im Alten Testament sich noch artikuliert, eine Bedrohlichkeit zugeschrieben hat, die quasi über jede menschliche Untertänigkeit erwacht und dementsprechend, wenn diese Vorgaben, die der Schöpfergott von den Menschen eben habe, dann drohe der Einzelne wie das Kollektiv von einer Austilgung entsprechend Erfahrung
zu machen. Dieser traumatische Hintergrund hat dann in der christlichen Religion, die ja dann jene weiterführende Spezifikation der monotheistischen Religionen entsprechend gewichtet hat, wurde das ebenfalls aufgegriffen und bekam dann in der geheimen Offenbarung noch ein Dokument, wo eben, sind alle mehr oder weniger davon im Bilde, das Öffnen der sieben Siegel eben dramatische Veränderungsereignisse auf dem Planeten entsprechend zur Folge haben wird. Dazu kommt noch eine Realität, die über Jahrtausende die Menschen in ihrer alltäglichen Existenz kämpfenden Erfahrung mit unglaublicher Machtanmaßung verschiedener mächtiger oder bestimmter Völker, wurde also immer eine Grenzwertigkeit der menschlichen Existenzsituation geschaffen. Das, was allerdings in dieser dann christlich getragenen Endzeiterwartung, die ja dann auch in den Evangelien angesprochen sind, wo also etwa im Markus-Evangelium darauf hingewiesen wird, dass die Zeit abgekürzt werden muss, sonst würde die Dramatik, oder wie es das fast wörtlich heißt, sonst könnte niemand und nichts gerettet werden, ist also sozusagen auch in der christlich-religiösen Tradition eine eher angstbezogene, punktuelle Dramatik, die die Menschheit erfahren dürfte. Und immer wieder sind dann auch in geschichtlichen Zeiträumen, wo es zu sehr traumatischen Größenordnungen von Erfahrungen geführt hat, solche Erwartungen verstärkt aufgetaucht. Die vorhandene zivilisatorische Zeitmessung hat ja ein wesentliches Element aus der antiken Kultur verloren, wo man also noch grundsätzlich in einem Zeitverständnis sich bewegte, dass die Zeit in großen Abschnitten verpackt laufen, so wie etwa der römische Dichter und Philosoph Ovid das noch in seiner literarischen Hinterlassenschaft anführt, wo also unter dem Begriff der Zeitalter unterschiedliche qualitative Entwicklungsabschnitte beschrieben sind. Dieses antike Verständnis, dass diese großen Zyklen von den Plato auch einen ja sehr quantitativ definiert und beschreibt, das berühmte platonische Jahr mit ca. 26.000 Jahren, ist also eine schon über 2.500 Jahre bekannte quantitative Größenordnung, interessiert aber logischerweise im menschlichen Alltag nicht wirklich jemand. Die zivilisatorische Form der Zeitmessung, wie wir sie im vertrauten Alltag heute verwenden, wird auch gerne als eine lineare Form der Messtechnik der Zeit bezeichnet, etwa im Sinne der sinneswahrnehmungsbezogenen Reaktion, dass man in der Erfahrung ein Tag folgt dem anderen, ein Jahr reiht sich dem anderen an, hat man sozusagen eine Messskala, eine Messlatte definiert, die, wie wir alle wissen, eben eine ganz spezielle Justierungsstelle besitzt, die eben auch religiös bezogen eben in unserem zivilisatorischen Messmaßband, der sogenannten westlichen Kultur, die also heute dominant weltweit angenommen wurde, wo also die historische Präsenz dieser Wesenheit, die wir als Jesus von Nazareth kennen, quasi auch als eine Zeitschnittstelle, eine Art Nullpunkt definiert und damit ein Maßband definiert wurde, mentaler Art, wo also sowohl die Zeit nachher, die Zeit vorher mit einer offenen Zählform entsprechend uns vertraut ist. Darin zählen wir die sogenannte Geschichte, Prähistorie kaum, also im Wesentlichen das, was wir unter dem Begriff Historie bezeichnen. Gemeint ist das, wo man relativ konkrete zeitliche Zuordnungen kultureller
völkischer Geschichten hier platzieren kann. Natürlich hat dieses Maßband dann auch seine Aktualität und die Besonderheit dieses Maßband ist zahlenbestückt und in diesem zahlenbestückten Maßband haben wir eben momentan mit der Zahl 2013 eben jene laufende Marke. Soweit. Nun hat allerdings zum Unterschied von den antiken Kenntnissen diese zivilisatorische Variante keine Anhaltspunkte, die irgendwo in naher oder ferner Zukunft auf einen Abschnitt hinweisen, wo etwas gelaufen wäre. Und das ist ein psychologisches Vakuum, das immer Gefahr läuft, gefüllt und entsprechend interpretiert zu werden. Als im 20. Jahrhundert, schon sehr früh, während der Weltkriegszeiten hat das natürlich keine besondere Aufmerksamkeit gehabt, aber die Jahre und Jahrzehnte danach hat also die kulturelle Forschung noch unbekannter Kulturen und Traditionen große Fortschritte gemacht und so hat man sich also auch dieser geheimnisvollen Kultur der Mayas stärker zugewandt und da ist man eben durch die Hinterlassenschaften ihrer kulturellen Bauten, ihrer berühmten Tempelanlagen immer substanzieller Schritt für Schritt auf etwas gestoßen, was sozusagen auch auf der Forschungsperspektive hohe Aufmerksamkeit und Faszination ausgelöst hat. Und eine dieser besonderen Faszinationen, die aus dieser Kultur erfasst werden konnten, war eben die Messtechnik der Zeit, wie sie im Sinne dieser Tradition hantiert wurde. Aus heutiger sachlicher Einsicht, die wir auf diese Hinterlassenschaft erreichen konnten, können wir im Wesentlichen drei ganz spezielle Komponenten in ihrer Gewichtigkeit benennen, die diese Hinterlassenschaft in der Perspektive, wie betrachte ich Zeit, wie gehe ich mit dem Faktor Zeit um, vollkommen anders als unsere zivilisatorische Handhabung entsprechend benennen. Und die Besonderheit dieser drei Kriterien darf ich euch jetzt kurz in Erinnerung rufen. Erstens einmal haben diese Maßsysteme, die sie verwendet haben, die Besonderheit von sogenannter radialer Form. Das heißt, zum Unterschied der linearen Betrachtung ist die radiale Betrachtung eine solche, wo bestimmte Phasen sich einfach abfolgend entsprechend im Fluss der Zeit entsprechend anreihen. Wir haben noch eine zivilisatorische beachtete Restform darin, das ist das klassische Jahr mit seinen 365 Tagen oder in seiner eher spezifischeren Unterteilungsstruktur wie Frühling, Sommer, Herbst und Winterabfolge. Also durch diese Frühling, Sommer, Herbst und Winterabfolge hat das menschliche Wahrnehmungsfeld geschlossene Zeitfelder in der Vorstellung. Das heißt also, wenn diese vier Jahreszeiten durchgelaufen sind, empfinden wir eben einen sogenannten geschlossenen Zyklus. Die mayanische Handhabung geht also um ein Vielfaches über diese radiale Handhabung hinaus. Ich werde dann einige Erinnerungen kurz zusammenfassen. Aber die noch sehr viel bedeutendere Unterschiedlichkeit, die eigentlich erst in unserer Gegenwart verstehbar geworden ist, ist jene Besonderheit, dass sie die Zeit fraktal gemessen haben. Wir sind als gegenwärtige Generation erst seit wenigen Jahrzehnten überhaupt mit diesem Begriff in Berührung gekommen. Der französische Wissenschaftler und Forscher Mr. Mandelbrot mit seinem berühmten Apfelmännchen hat also in den 60er, 70er Jahren
wirklich erst auf ein Ordnungsprinzip aufmerksam gemacht, das man in seiner Kausalität heute auch in wissenschaftlicher Tiefe erfasst hat, dass nämlich unsere gesamte Realität der Wirklichkeit, die wir in unserer Außenwelt, in der Natur und so weiter erfahren, auf ein fraktales Prinzip aufgebaut existiert. Das Wort Fraktal hat in der sprachlichen Übersetzung in einen deutschen Begriff, wird er gerne mit dem Wort selbstähnlich definiert. Gemeint ist damit, dass eine bestimmte Form zum Beispiel oder eine bestimmte Struktur oder eine bestimmte Gesetzmäßigkeit auf verschiedene Größenordnungen in gleicher Form anwendbar ist. Und hier hat die mayanische Messtechnik eine Auffälligkeit gehabt, die man zunächst mit großem Erstaunen zur Kenntnis genommen hat. Es hat aber förmlich einige Jahrzehnte gedauert, bis man tatsächlich die darin liegende Tiefe und Bedeutung rational verstanden hatte. Insbesondere hat ja jener Genius dazu beigetragen, der vielen von uns ja bekannt ist, dieser Dr. José Arguelles. Ihm verdanken wir ja, dass wir in der westlichen Zivilisationskultur mit unserer prioritären mentalen Betrachtungsgrundlage überhaupt ein Erfassen, ein Verstehen dieser mythischen, mayanischen Messtechnik entsprechend erreichen konnte. Und zwar dahingehend, dass in dieser mayanischen fraktalen Messtechnik ein sogenanntes Eichmaß, das in einer zahlendefinierten Größenordnung ja uns allen oder den meisten von uns zumindest bekannt ist, diese geheimnisvolle Zahl 360 stellt also eine Art Eichmaß dar, das dann seinerseits auch mit verschiedensten zeitlichen Quantitäten bezogen kalenderspezifisch benutzt wurde. Das heißt also, diese 260 hat also die Möglichkeit, jetzt in der Realität von Tagen hantiert zu werden, indem eben 260 Tage eine sogenannte Phase in der Zeit, die vollkommen unabhängig von den 365 Tagen des Jahres entsprechend eine Größenordnung ist. Ich werde dann gleich darauf hinweisen, seit relativ kurzer Zeit, eigentlich seit wenigen Jahren, sind wir aus wissenschaftlich-mathematischer Objektivität in der Zwischenzeit in der Einsicht angekommen, dass diese Zahl, ich werde das dann später ein bisschen erklären, dass diese Zahl weit mehr als bloß eine Besonderheit mayanischer Messtechnik in der Zeit darstellt, sondern dass es eine substanzielle, in dieser Schöpfung wirkende Konstante handelt, auf die ich dann ein bisschen genauer hinweise. Das heißt also, wir sind heute in der sachlichen Weisheitsstufe angekommen, dass die mayanische Messtechnik mit ihrem mathematischen Konstrukt eines Kalenders, der aus 260 Positionen definiert ist, keine bloß willkürlich kulturelle, interessante Instrumentalität darstellt, sondern dass darin ein im wahrsten Sinn des Wortes kosmisches Gesetz, das überall dort gilt, wo es Materie gibt, existiert. Das heißt also, wir sind heute nicht mehr bloß als Nachahmer eines mythischen Maßsystems, das da aus dieser geheimnisvollen Kultur aufgetaucht ist, sondern wir sind in der wissenschaftlich objektiv-mathematischen bestätigten Einsicht, dass es tatsächlich diese übergeordnete Ordnungskonstante in unserer materiellen Wirklichkeit gibt, später darüber im Detail ein bisschen mehr. Fraktal angewandt heißt das, dass man dieses Eichmaß in dieser mayanischen Kultur und nicht nur in ihr, sondern, um das kurz auch zu erwähnen, wenn wir heute vom Maya-Kalender sprechen, dann ist das eine archaische, weit über die völkische Struktur der Mayas hinausreichende
Wissenskomponente, die in allen indigenen Völkern des uramerikanischen Bevölkerungsbereiches mit den verschiedensten Traditionen bekannt war und benutzt wurde. Nur in der mayanischen Tradition hat es eine Besonderheit erfahren, weil dort zu einer späteren Zeit ein ganz bestimmter Genius aufgetaucht ist, gar nicht so weit zurückliegend. Der große Priesterkönig Pakal, der ungefähr vor 1300, 1400 Jahren zurückgezählt seine historische Präsenz hatte. Und er hatte also in dieser Weisheitstradition außerordentliche nachjustierende und spezifizierende Weisheiten eingebracht. Und weil eben die mayanische Hinterlassenschaft auch das Instrument der Aufzeichnungsfähigkeit hatte, auch wenn sie uns im Großen und Ganzen relativ fremd ist bis zum heutigen Tag, konnte also sozusagen diese Hinterlassenschaft sich in die zivilisatorische Reife unserer Gegenwart entsprechend hereinretten. Und dadurch sprechen wir heute vom Maya-Kalender. Aber es ist ein archaisches Weisheitsgut, das weit über die mayanische Kultur hinausgereicht hat. Und das Besondere, was da auffällig ist, die Mayas haben also dieses Eichmaß jetzt nicht nur in der vordergründigen alltäglichen Handhabung als Kalenderzyklus für 260 Tage gemessen, sondern sie haben es auch mit der Einheit von Jahren zu einem Zyklus von 260 Jahren. Und das, was dann eigentlich die große Aufmerksamkeit oberflächlich bewirkt hat, war, dass die Mayas eine Basiseinheit von 20 Jahren entsprechend benutzt haben und mit dem Eichmaß entsprechend vermengt, was zur Folge hat, dass daraus eine quantitative Größenordnung von 5200 Jahren, ich sage jetzt nur ganzzahlige Quote, dass dieser relativ große historische Zyklus, der eben über mehr wie 5000 Jahre quantifiziert ist. Und hier bin ich jetzt bei dieser Problematik, die da im vergangenen Jahr uns so sehr beschäftigt hat, dass nämlich nun dieser geschlossene Zyklus mit seinen rund 5200 Jahren von dieser Kultur in der Realität eines Art Kalenders in der fließenden Spur der Zeit getaktet, entsprechend also in 20 Jahreinheiten gerastert, faktisch diese 5200 Jahre durchlaufen hat. Da dieser Kalender eine besondere kulturelle Priorität war, war es für die Forscher auch relativ ein vordergründiges Grundstück, mit dem man mit großem Erstaunen in der Betrachtung umgegangen ist. Und daher ist es auch nachvollziehbar, dass sehr frühe wissenschaftliche Arbeiten gelaufen sind, diesen Kalenderzyklus, wie man ihn heute auch nennt, auf unsere zivilisatorische Spur der Zeit zu synchronisieren. Und das hat dann dazu beigetragen, dass auf einmal mit der Synchronisation dieses kulturell definierten Zykluses eben eine Zielpunktposition aufgetaucht ist, die auf unserem zivilisatorischen Maßband mit dem Jahre 2012, sogar noch präziser, auf der Wintersonnenwende des Jahres 2012 entsprechend positioniert hat. Kommt gleich darauf zurück. Nun ist also in den 80er und 90er Jahren, auch natürlich noch in den letzten 10, 12 Jahren, diese mayanische Hinterlassenschaft einer breiteren Aufmerksamkeit zugeführt worden. Ich selbst habe ja auch im deutschsprachigen Raum mich darin eingebracht, um Menschen eine ideologiefreie, sachliche, einsichtstiefe dieser Wertigkeit zugänglich zu machen. Aber für unsere zivilisatorische Problematik, wo ja kein Anhaltspunkt in der Zeit
der nahen oder fernen Zukunft existiert hat, hatte man nun auf einmal aus dieser marianischen Hinterlassenschaft sozusagen eine Position in der nahen Zukunft. Und nun schließe ich jetzt den Bogen. Dieses kollektive Unterbewusstsein, das in der angstgetragenen Bedrohung, das mit großen Katastrophen die Menschheits- und die Menschheitszivilisation und die planetare Realität zusammenbrechen würde, im Jahre 2010 ist ja dieser Emmerich-Film aufgetaucht, der noch dazu diesen Titel 2012 getragen hat. Der hat dann seinerseits durch weltweit in seiner unglaublichen, angstmachenden Bedrohlichkeit noch einmal auf die Mayanische, denn er bezieht sich quasi in seiner filmischen Projektion auf diese Mayanische Schnittstelle, ist sozusagen jetzt eine heiße Geschichte aufgetaucht, was passiert tatsächlich. Es ist also auf einmal ein konkreter Zeitpunkt in der nahen Zukunft, auf die man sich so deutlich angenähert hat, und das hat dann diese Hysterie in der Gesamtheit ausgelöst, dass sogar in den offiziellen Medien, Fernsehen, Radio und Printmedien sehr bedauerlich in dieser Oberflächlichkeit gespielt hat. Ich selbst habe ja darunter auch ein klein wenig gelitten, was musste ich in mehreren Jahren immer wieder auch in persönlichen oder anderen oder persönlichen Gesprächen oder Internetanfragen oder in telefonischen Anfragen, was denn tatsächlich 2012 passieren würde. Die ganze esoterische Szene hat natürlich auch eine gewisse Schlagseite in dieser Richtung und seinerseits dazu gehabt, war es also tatsächlich eine Problematik. Ich habe mich zwar 20 Jahre, so lange reicht meine lehrende Tätigkeit ja zu diesem Thema zurück, sehr intensiv bemüht, mit diesem Anhaltspunkt angstfrei umzugehen, dass man zwar mit diesem Anhaltspunkt eine sehr wertvolle Justierungsstelle in der Zeit hat, die uns in der Zwischenzeit bereits ja durchgelaufen in diese nach dieser Justierung bezogenen Ebene gebracht hat. Soweit einmal kurz eine Erklärung, warum wir denn eine derartige Hysterie beobachtet haben. Ich bin im heutigen Jahr bei meiner Vortrags- und Seminararbeit sehr dankbar, dass ich mich also mit dieser ständigen Fragerei und prophetische Aussagen, was denn da passieren wird, brauche ich mich da nicht mehr herumschlagen. Was ich hier ergänzen möchte, diese mayanische Kalenderlogik hat sich also noch in sehr viel größeren Einheiten darin bewegt. Also mit diesem Eichmaß 260 wurde auch eine Größenordnung von 100 Jahren in seiner mathematischen Erfassung definiert, was auf einmal dem sogenannten platonischen Jahr, dem Präzisionszyklus mit seinen 26.000 Jahren, eine logistische Entsprechung darstellt. Aber da ist eben wiederum dasselbe Eichmaß im Spiel, nur die Schrittgröße der Quantität bewegt sich in 100 Jahr Einheiten. Aber auch noch eine noch größere Größe, sogar eine 400 Jahr Quote, hat in der mayanischen Messtechnik eine Rolle gespielt, was in der Gesamtheit dann 400 oder 260 mal 400 Jahre eine Größenordnung von 104.000 Jahren bemisst. Die Auffälligkeit dieser sogenannten Makrozyklen besteht allerdings darin, dass auf diesen Zyklus bezogen im selben Schnittpunkt diese größeren Einheiten zusammenlaufen. Das ist weniger bekannt gewesen, nur Insider, weil hier eine nächste, und jetzt komme ich zur dritten Position, das heißt also, Sie haben die Zeit grundsätzlich radial in der Logik einer fraktalen Verzahnung, und die dritte Komponente hängt mit ihrer kulturellen Weltsicht zusammen, die wir bei mythischen Völkern generell noch antreffen. Ein sogenanntes
kosmologisches Weltverständnis. Was heißt das? Ein kosmologisches Weltverständnis ist genau gegenpolig zum zivilisatorischen Weltverständnis. Ich erkläre vielleicht jetzt das zivilisatorische Weltverständnis. Das zivilisatorische Weltverständnis hat seine gesamte interessensbezogene Aufmerksamkeit auf den Planeten und seiner Spezifikationen gerichtet. Ein kosmologisches Weltverständnis geht grundsätzlich davon aus, dass die Geschehnisse auf dem Planeten nicht isoliert zu betrachten sind, sondern dass sie im Kontext zum Sternenhimmel verflochten sind. Oder vielleicht in der begrifflichen Entsprechung von Mikrokosmos und Makrokosmos lässt sich das noch spezieller erklären, weil diese Logik ist uns in der Zwischenzeit bekannt, dass Mikrokosmos und Makrokosmos dahingehend ihre Logik haben, dass ein und dieselbe Spezifikation und Ordnung, wie sie im Kleinen ist, sich auch im Großen befinden und umgekehrt. Im kosmologischen Weltverständnis würde das im Konkreten heißen, der ganze Sternenhimmel ist die informationstragende Rahmenstruktur, dessen Essenz sich an einem bestimmten Punkt in eine sichtbare dreidimensionale Formenwelt zum Ausdruck bringt. Das heißt also, ein kosmologisches Weltverständnis, das allen mythischen Völkern nachweislich zugrunde lag, bestand also darin, dass der Sternenhimmel der rahmentragende Faktor ist und daher die Ereignisse auf dem Planeten in diesem Zusammenhang davon abhängig sind und von ihr getragen sind. In diesem Gerüst bedeutet das im Wesentlichen, dass die Sonne, dass unsere Sonne, unser zentraler Stern, mehr oder weniger der letzte große informationsbündelnde Trafo ist, der diese sternengetragene Informationsstruktur in seiner Rolle auf die planetare Ebene weiterreicht und die dort entsprechende evolutiv tragende, ausformende Konsequenzen haben. Soweit die Erklärung dieses Unterschiedes eines kosmologischen Weltverständnisses und eines terrestrischen, also planetaren Weltverständnisses. Da sind wir in der Zwischenzeit gut beraten, weil die modernsten analytischen, astronomischen und astrophysikalischen Informationen eher diesem mythischen Vorstellungsbild Gewicht geben als dem rationalen, vordergründigen, planetarbegrenzten Verständnis. Und daran, in einem solchen kosmologischen Weltverständnis bekommt also ein solcher übergeordneter, phasenbezogener Hauptschnittpunkt natürlich ein sehr beachtenswertes Gewicht, wobei ich also jetzt dann gleich etwas erklären möchte. Als gegenwärtiger Menschentyp in seiner stark mentalen, übergewichtigen Instrumentalität neigen wir grundsätzlich dazu, digital zu denken. Und das heißt, wenn irgendwo ein bestimmter Zeitpunktfaktor auftaucht, dass man ihn tatsächlich als Zeitpunkt denkt. Das Problem besteht also darin, dass also dadurch schon von vornherein eine problematische Erwartungsverdichtung auf einem Zeitpunkt aufläuft, was wir ja beobachtet haben, und etwas dabei grundsätzlich missverstehen, dass ein solcher Zeitpunkt letztlich eine Stelle darstellt, die innerhalb einer Makrostruktur, wie der Sternenhimmel einen solchen darstellt, logischerweise eine sehr viel größere Zone. Allerdings, und das sei an dieser Stelle vielleicht hier in diesem Rahmen geklärt, ich werde in einem anderen Zusammenhang im heutigen Abend hier etwas ausführlicher auf diesen Aspekt noch eingehen. Und wir als menschliche Wesen haben eine ganz besondere geistige Gewichtigkeit. Wir sind nämlich Schöpferwesen. Und Schöpferwesen tragen in ihrer Prinzipialität ein Paket in sich, dass sie eine bestimmte inhaltliche Fokussierbarkeit haben, machen wir täglich in unserer Lebenswelt, in Selbstverständlichkeit. Das bedeutet, dass
dass nun ein solches Hintergrundwissen, das zu einer, in einer ganz bestimmten quantitativen Zone eine Kumulation von verschieden großen kosmischen Kreisläufen sich dort anhäuft, dass nun die menschliche schöpferische Fähigkeit nun ihrerseits die Möglichkeit hat, in einer solchen Rahmenzone einen Fokus zu definieren. Das heißt, die Mayas haben aus ihren astronomischen Kenntnissen heraus jetzt nicht im Sinne einer Punktgenauigkeit, sondern sie haben eine Zielbezogenheit definiert. Und sie wurde ja, um den vorhin genannten Pakal zu erwähnen, unter seiner Amtsführung hat dieser Priesterkönig und seine begleitenden Gelehrten dazu beigetragen, dass dieser Zielpunkt im Sinne einer kalendarisch anstrebbaren und zulaufenden Spur neu justiert wurde. Dazu gelten vor allem bestimmte astronomische Fähigkeiten, die damals schon vorhanden waren. Man konnte also mit ganz bestimmten Anhaltspunkten mehr oder weniger eine bestimmte Wahrscheinlichkeit sagen, wo diese kosmisch gebündelten Bereiche jetzt aus menschlicher Betrachtungsperspektive fokussiert werden können. Und damit, und jetzt dreht sich der Spieß um, Schöpferkapazität, die der menschlichen Wesensnatur zugrunde liegt, hat also die Möglichkeit, jetzt ein offenes Wahrscheinlichkeitsfeld ihrerseits zu fokussieren und punktspezifisch einmal zu reflektieren. Genau das hat diese mayanische Kosmologie gemacht, indem sie eine kalendarische Spezifikation auf Jahrhunderte bezogen in die Zukunft nachjustiert und damit sozusagen einen Anhaltspunkt definiert hat. Wir als digital denkende Menschen laufen und liefen natürlich Gefahr, jetzt diesen Zeitpunkt zu überbewerten und damit eine Erwartungsgeilheit in die Spur zu bringen, die ja in den vergangenen Jahren und im vergangenen Jahr im Speziellen dann zu dieser ganzen Unsinn geführt hat. Trotzdem bleibt dieser Zeitfaktor von außerordentlicher Gewichtigkeit, aber nicht in dem Sinn, dass an diesem Tag die Welt umgeschaltet wird, wie wenn jemand auf einen Lichtschalter blickt, sondern dass die Entwicklung eine spezifische Zielgerichtetheit entsprechend darin durchläuft. Und damit wollte ich also hier klarstellen, und ich komme dann später noch auf andere Spezifikationen zu sprechen, dass wir in der Tat mit dem heurigen Jahr, mit dem Jahr 2013, bereits in einer bestimmten, zunehmenden, fokussierten Zielgerichtetheit in der Spur der Zeit unterwegs sind, die uns auf mehreren Ebenen, um diese Ebenen kurz zu nennen, die uns auf mehreren Ebenen begleiten wird. Sie wird uns begegnen primär in der eigen geschaffenen menschlichen Zivilisationskultur, in der Form der politischen, gesellschaftlichen, sozialen, wirtschaftlichen Gefüge. Und das tut sie in der Zwischenzeit mit aller Deftigkeit und Deutlichkeit. Aber nicht nur diese menschliche Spezifikation für sich selbst, für sie selber, sondern dass auch das Eingebettetsein in einem tragenden Gerüst, das im Wesentlichen über die Elementarkräfte Feuer, Wasser, Luft und Erde eine vierpolige, vertraute, dreidimensionale Realität darstellt, werden wir wie fast täglich in den Medien mit zunehmenden Größenordnungen von begleitenden Prozessen entsprechend konfrontiert sein. Das aber jetzt nicht primär irgendeine metaphysische, religiös definierbare Strafe Gottes wäre gegenüber dieser menschlichen Verhaltensweise in ihrer problematischen Ausrichtung, sondern dass wir in einem viel übergeordneten,
Veränderungsprozess eingebunden sind, wobei wir heute nach allen greifbaren und auch spirituellen Weisheitszugängen, die uns in der Zwischenzeit sich öffnend zeigen, davon ausgehen können, dass ein evolutiver Zyklus der menschlichen Spezies entsprechend ausläuft und synchron in einer gewissen Überlappung die ersten Veränderungsimpulse sich bemerkbar machen, die einen neuen evolutiven Abschnitt menschlicher Entwicklung entsprechend zeigen. Das heißt also, die Faszination unserer Gegenwart ist die, weil wir auf der einen Seite an einem Kulminationshöhepunkt eines bestimmten Menschheitsprozesses in all ihren Facetten angekommen sind, mit all den darin sich auswirkenden Heftigkeiten und Intensitäten in der Polarität, positiv wie negativ, und entsprechend dass anscheinend etwas zu laufen beginnt, wo insbesondere auch Wissenschaftsdisziplinen in der Zwischenzeit Klartext sprechen, dass die Evolution der Menschheit mit dem Status quo, wie wir uns heute verstehen, nicht abgeschlossen ist, sondern dass sie zweifelsfrei weitergehen wird. Und diese heute wissenschaftliche Annahme, wirklich aus verschiedenen Disziplinen, deckt sich eigentlich mit den alten mythischen, historisch erhalten gebliebenen Weisheiten, die dem Begriff der Zeitalter entsprechend entstammt, sodass wir einen nächsten evolutiven Abschnitt entsprechend beginnen zu spüren. In dem Zusammenhang möchte ich vielleicht neueste messtechnische objektive Daten aus der Sonneneinstrahlung kurz erwähnen. Die alte chinesische Weisheit des I Ching, wer sich jemals damit beschäftigt hat, weiß, dort wird ständig bei diesen Hexagrammen immer wieder davon gesprochen, von den sogenannten schwachen Kräften und von den starken Kräften. Das ist in der biologischen Ebene eine längst bekannte Realität. Das heißt also, wir wissen heute über modernste messtechnische Technologien, dass insbesondere in unserem Gehirnbereich ständig unterschiedliche schwache elektrische Felder entsprechend laufen, ob wir schlafen, ob wir wach sind und so weiter. Aber wir wissen in der Zwischenzeit auch, dass bei jeder Zellteilung, wo sich also eine neue genetische Konfiguration aufbaut mit den Genen, dass bei jedem dieser Prozesse ein ganz bestimmtes elektromagnetisches Feld mit exakt bekannter messtechnischer Größe bei 200, etliches im Nanobereich liegen. Und das kurz als Vorbemerkung, das heißt, die Detailwissenschaftsdisziplinen über unsere Biologie sind dahingehend in Kenntnis, dass die wesentlich bedeutendsten biologischen Abläufe im sogenannten schwachen Wirkungsbereich von Energieströmen, seien sie elektrisch oder elektromagnetischer Art, stattfinden. Man hat in den letzten Jahrzehnten eine sehr beachtenswerte Intensität von den starken Sonnenaktivitäten beobachtet, sie auch dokumentieren können, und in der Zwischenzeit sind diese auch immer wieder auch in den Medien sogar bildhaft gezeigt worden. Natürlich hat die wissenschaftliche messtechnische Objektivität schon seit langem die Kenntnis davon, dass auch von der Sonne im Nanobereich Frequenzen ausgestrahlt werden, für die wir sozusagen kein Sinnesorgan haben, mit dem wir es unmittelbar wahrnehmen. Und seit wenigen Monaten hat sich eine besondere Auffälligkeit in dieser Unterschiedlichkeit gezeigt, dass die Sonne selbst überraschend gegenüber allen anderen Erwartungsannahmen im starken Ausstrahlungsbereich recht ruhig geworden ist, aber dazu diese schwache Frequenz im Nanobereich intensitätsmäßig zugenommen hat. Und da ist der Wissenschaft aufgefallen, dass gerade in diesem
genetisch definierten elektromagnetischen Feld bei etwa 200 Nanometer liegen, dass genau in dieser Frequenzbandbreite die besondere Intensivierung aus dem Sonnenausstrahlungsfeld messtechnisch beobachtet wird, was natürlich eine simple Kausalität hat, dass wir uns ja in diesem Kompatibilitätsprinzip vertraut machen, dass Gleiches mit Gleichem eben interagiert, korrespondiert, kommuniziert, bedeutet das, dass also im biologischen Prozess, der in jeder Sekunde stattfindenden Zellteilungsaktivität unserer lebendigen Biologie, hier auf derselben Frequenzbandbreite die Sonne anscheinend informationsresonant mitzuspielen beginnt, was immer die Auswirkungen daraus in der Konsequenz auch sein werden. Aber um das auch auf etwas aufmerksam zu machen, wir haben zwar kein Sinnesinstrumentarium, um das direkt zu registrieren, wohl aber in der Gesamtwirkung ist es nicht unbekannt. So sind zum Beispiel Befindlichkeitsstrukturen von augenblicklicher Müdigkeit in einer fast bedrohlichen Art bei sehr vielen Menschen registriert und festgestellt worden, aber auch eine zunehmende, nicht erklärbare Unruhe wird also immer häufiger gemeldet und bereitet das auch den Medizinern gewisse Probleme. Das bedeutet also, es scheint auf der biologischen Ebene im unterschwelligen Bereich etwas zu laufen. Und wenn man dann weiß, in welcher Funktion die informationstragenden Gene entsprechend Bedeutung haben, dann lässt sich also ohne große spekulative Überlegung eine gewisse Ahnung darauf aufbauen, dass wir möglicherweise bereits in einem beginnenden biologischen Umbau angekommen sind, dessen Zielgerichtetheit wir so grundsätzlich jetzt noch nicht nennen können, außer man schaut auf andere Betrachtungsperspektiven, die im 20. Jahrhundert schon verschiedentlich aufgetaucht sind, dass also eine Art neuer Menschentyp vor der Tür steht, der den bisherigen beginnt und beginnen wird abzulehnen. Interessanterweise, dass die ersten Blickrichtungen in dieser Richtung von einem russischen Wissenschaftler in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts bereits angesprochen wurden, dieser von mir des Öfteren zitierte Wladimir Vernadsky. Das ist so ein Wissenschaftsguru, der etwa eine Größenordnung hat wie in Deutschland etwa ein Max Planck. Im Westen kaum bekannt, war ein reiner Naturwissenschaftler der Biologie und hat also seine intuitive Beobachtung dahingehend dann auch fast philosophisch formuliert, dass die Menschheit in eine andere evolutive Richtung zu mutieren scheint. Später, in den 40er Jahren, hat er dann seine frühere Bemerkung um einen wesentlichen begrifflichen Faktor präzisiert. Er hat dann von einem nosphärischen Menschentyp gesprochen, der in Wien, das ist ein griechischer Begriff in der Wissenschaftssprache, und der nosphärische Mensch ist auch ein Begriff, den auf den Aquiles dann im Besonderen verstärkt darauf, dann in den, seinen letzten Lebensjahren besonders darauf hingewiesen hat. Das heißt, Vernadsky hat auch von dem psychozoischen Menschentyp gesprochen. Das sind zwei Begriffe, die kurz erklärt. Zoon ist das Leben und Psyche wird eher als Überbegriff für seine operative Spezifikation seiner Geistigkeit verwendet. Und später hat er dann diesen psychozoischen Wissenschaftsbegriff in einem eher philosophischen Begriff, hat von nosphärischen Menschen gesprochen, der eigentlich der nächste evolutive Abschnitt qualifiziert sein wird. Ich habe in früheren Vorträgen hin und wieder, ich weiß nicht, ob ich es in Klagenfurt auch einmal gesagt habe, immer auch darauf hingewiesen, dass wir von dem heutigen
Identitätsverständnis, das wir von unserem Menschsein haben, uns allmählich vertraut machen sollten, dass wir uns von dieser Spezifikation in all seiner Wertigkeit dahingehend beginnen werden müssen, allmählich zu verabschieden. Was aber jetzt nicht bedeutet, dass wir zurück in die Höhlen müssen, zurück auf die Bäume, sondern dass wir eigentlich eine andere Seite unserer Geistigkeit zu aktivieren imstande sein werden und dass sozusagen die materiebezogene Priorität, mit der wir unser gegenwärtiges Menschsein in unserem Alltagsverständnis gewichtet haben, eine erweiterte Kapazität einer schöpfergeistigen Spezifikation durchlaufen werden. Also ich möchte mich da jetzt nicht so weit jetzt ins Detail verlieren, aber ich wollte nur darauf hinweisen, dass sich aus verschiedenen Weisheitsspuren im 20. Jahrhundert Blickrichtungen gezeigt haben, die im Moment auch auf messtechnischer Objektivität Aufmerksamkeit auslösen, wie ich das gerade auch von dieser spezifizierten, sich verändernden Sonneneinstrahlung im schwachen Spektrum seines Energiesektors messtechnisch festgestellt wird. Soweit dazu. Das bedeutet also, damit habe ich die dritte Komponente, die in der mayanischen Messtechnik einen besonderen Stellenwert hat, nämlich die sternenbezogene, die eben, und viele von euch sind ja dahingehend im Bilde, dass die mayanische Kosmologie eine ganz bestimmte Spezifikation ist, weil sie die Milchstraße als Ganzes, als übergeordnete Hauptbezogenheit in ihrem Verständnis definiert. Das heißt also, die Milchstraße selbst ist für sie der Makrokosmos in all seinen heute Milliardenquote gezählten Sternen, die im Wesentlichen ein Informationsnetz pulsierend und tragendes Gerüst sind und eine Essenz dieser Informationsstruktur in seiner evolutiven entwickelten Auswirkung hat anscheinend unter anderem auf diesem Planeten eigentlich schon über Millionen von Jahren, über Milliarden von Jahren eine beachtenswerte Bühne, dass sich hier in der Formenwelt der Materie diese schöpfungstragende Entwicklung zur Darstellung bringt und in seiner Besonderheit wie Menschen die reflektierenden Wesen darauf in der Zwischenzeit sind, die auf der einen Seite ein materiegetragenes Ausdrucksprodukt sind, gleichzeitig aber auch ein geistiges Bewusstseinsfeld im Gepäck haben, um auf diese Realität zu reflektieren, sie zu hinterfragen und in einem zunehmenden Maße sie auch zu verstehen. Also damit habe ich also kurz jetzt etwas ausführlicher die Wertigkeit dessen, was uns aus der mayanischen Hinterlassenschaft im Handling der Zeit als radiale Form, als darin fraktal verzahnte Form und synchronisiert über sternenbezogene Zyklen und Abläufe. Soweit dazu. In diesem Zusammenhang stellt sich natürlich in einem zunehmenden Maße eine Frage, die ich also dann erst im zweiten Teil des heutigen Abends etwas ausführlicher bedienen werde. Aber was ich hier einblenden möchte, ist vor allem jene Besonderheit, die diese spezielle Menschwerdung, mit der wir uns hier in einem bestimmten Abschnitt anscheinend auf einem Kulminationspunkt abschnittsmäßig bewegen. Vielleicht noch vorher eine Bemerkung fällt mir gerade hier ein, was ich erwähnen sollte. Ich habe ihn schon angesprochen, dieser Genius, José Argüelles, hat uns insbesondere auf diese Hinterlassenschaft einen unglaublichen Zugangsdienst ermöglicht und eingebracht, weil er uns diese Hinterlassenschaft der Mayas als und in einer mehrdimensionalen Einsichtsperspektive eröffnet hat. Argüelles hat nämlich die persönlichkeitsgetragene Kapazität besessen,
sowohl als hochkarätiger Intellektueller, diese Kapazität hat er ja auch als Universitätsprofessor über eine Zeitspanne in seiner Lebensgeschichte erfüllt, steht also intellektuell außerhalb jeder Infragestellung, hatte aber in seiner Persönlichkeitsstruktur eine anscheinend erweiterte spirituelle Kapazität, die es ihm ermöglicht hat, auf einer anderen Bandbreite entsprechende Zugänge und Einsichten zu erfassen. Da ist er ja nicht alleine, das ist ja eine Angelegenheit, die heute immer häufiger in allen Völkern und Kulturen zurückzukehren scheint. Und in dem Zusammenhang hat er vor allem dann auch diese gesamte mayanische Kosmologie dahingehend geklärt, dass es sich dabei nicht nur um eine vordergründige Kalenderwelt handelt, sondern dass darin eine Art kosmische Gesetzmäßigkeit begründet ist. Und wir sind die erste Generation, die das Thema Maya-Kalender auf einer geöffneten, mehrdimensionalen Perspektive erfassen konnten. Wesentlich dabei war, dass jemand die Tür dazu geöffnet hat. Und genau diese Funktion hat er eingebracht. Gleichzeitig, da komme ich später noch ein bisschen drauf zu sprechen, hat er in einer nächsten entscheidenden Station das, was vor 1300, 1400 Jahren dieser Priesterkönig Pakal in der spezifischen Weiterentwicklung dieser Messtechnik gemacht hat, noch einmal um eine entwickelte Stufe ergänzt, indem er die Gewichtigkeit nicht auf der dreidimensionalen Quantität, sondern auf der vierdimensionalen schöpfungsordnungsbezogenen Grundlage justiert hat. Das hat dazu beigetragen, dass er auch sehr viele Missverständnisse ausgelöst hat. Ich will das jetzt nur kurz ansprechen, vor allem, weil er eine in der Zwischenzeit auch aus anderen Wissenschaftsquellen entsprechend bekannte Größenordnung zur Verfügung hat, nämlich der große deutsche Naturwissenschaftler Dr. Peter Pichter. Ihm verdanken wir ja, dass er die Gesetze des Raumes in seiner höherdimensionalen Hintergründigkeit einsichtig gemacht hat. Unter dem Begriff der Primzahlraum konnte er nachweisen, denn der Raum ist ja für uns erst dadurch eine Realität geworden, dass wir mit der Stofflichkeit selbst im Sinne der Materie Räumlichkeiten in der Erfassung haben, in der Realität haben und wir selbst ja auch in dieser Realität uns definieren. Und da gibt es auch eine berühmte Erweiterung, denn das Denkmodell der Wissenschaft bisher war, dass eben Raum und Zeit die beiden tragenden Parameter sind, die unsere evolutive Realität oder im religiösen Sprachgebrauch die Schöpfung bestimmen. Und Pichter hat also diesen Faktor um einen Parameter weiter darauf hingewiesen, dass es noch eine dritte Konstante gibt, nämlich die Zahlen. Raum, Zeit und Zahlen, sagt er, über dieses Dreigestirn ist unsere Realität gestrickt. Wobei er den Zahlen sogar noch eine darüberliegende Bezugsgröße zuordnete, weil er nachweisen konnte, dass die Realität des Raumes bezogen auf der Grundlage der Stofflichkeit der Materie aus der Zahlenordnung ein Gerüst benutzt, das über die Primzahlen entsprechend ist. Das heißt, die Primzahlen in ihrer mathematischen Spezifikation ist uns ja vertraut, aber den wenigsten Menschen ist bekannt, dass die Tatsache unserer chemischen Elemente, die die Grundlage unserer Stofflichkeit darstellen, letztlich nur über das hintergründige energetische Ordnungsprinzip von Zahlen definiert ist. Das heißt also, die Anzahl der Elektronen, die um den einen Atomkern laufen,
sind genau über den Primzahlraster entsprechend definiert. Und somit ist ein moderner Wissenschaftler in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts der Nachweis gelungen, dass die übergeordnete Funktion einer mysteriösen Wertigkeit der Zahlen, die ja mythisch bekannt sind, das heißt, die Zahlen sind nach heutigem Wissensstand eigenständige Wirkkräfte, weil jede Zahl in ihrer Wertigkeitskonstante eine Schwingungsrealität ist. Das ist heute im mathematischen Sinne definiert und bekannt. Das bedeutet also, sowohl der Raum wie auch der Faktor Zeit hat eine zahlentragende Choreografie. Und das bedeutet, dass wir gerade auch über die aquelische Variante des erweiterten Verständnisses der mayanischen Kosmologie und ihrer angewandten Form der Kalenderwelt ein ganz bestimmtes Zahlengerüst haben. Die komme ich also zurück. Und das wollte ich hier einmal kurz erklären, da gehe ich morgen Vormittag spezieller darauf ein, die dabei sein werden, dass nämlich dieses mayanische Eichmaß, das in der Zahl 260 ist, nicht bloß eine kulturelle Spezifikation darstellt, sondern dass sie eine darin enthaltene Wertigkeit definiert, dessen Bedeutung für uns mehr als gewichtig ist, denn wieder russische Wissenschaftler haben im 20. Jahrhundert eine sehr beachtenswerte Fassbarkeit im wissenschaftlichen Sinne erreicht, dass es ihnen gelungen ist, die Essenz der Stofflichkeit getragen vom Atomkern und den dort befindlichen Protonen und Neutronen, dass dort eine Art schwingungsbezogene Grundlage existiert. Das heißt also, um es kurz zu erwähnen, die der Stofflichkeit zugrunde liegende Realität der sogenannten Protonen, von denen geht man davon aus, dass ihre Zerfallsstabilität ein Vielfaches von unserem materiellen Universum im zeitlichen Sinne besitzt. Das heißt also, es wird heute das Alter unseres sogenannten Universums auf 10 hoch 15 bewertet. Das sind rund 15 Milliarden Jahre, während die hochgerechnete Altersstabilität eines Protons auf 10 hoch 34 mathematisch definiert wird. Und wer sich in Potenzzahlen auskennt, weiß natürlich, dass 10 hoch 34 ein Vielfaches ist von 10 hoch 15 in der reinen quantitativen Größe. Das heißt also, es wurde noch nie der Zerfall eines, ein natürlicher Zerfall eines Protons gemessen, und man hat also hier mit der Wahrscheinlichkeitsrechnung das Mindestalter eines Protons auf 10 hoch 34 Jahre definiert. So. Und dieses Proton ist also jetzt nicht nur die basistragende Grundlage, sein gleichwertiges Geschwister, das Neutron, ist also in derselben Kategorie. Kennt man und ist messtechnisch heute objektiv möglich. Man kann also die Schwingungsrealität eines Protons mathematisch, messtechnisch definieren. Und dort hat man etwas Interessantes festgestellt, dass in der Schwingungsstruktur des Protons eine ganz bestimmte Gesetzmäßigkeit definiert ist. Ich deute das mal ein, dass das also nicht gleichförmig ist, sondern dass in sogenannten Wellenstrukturen verläuft. Und diese Wellenstrukturen haben eine Gesetzmäßigkeit, die wieder logarithmisch-mathematisch erfassbar, fraktal aufgebaut ist, also ineinander geschachtelte, phasenversetzte Strukturen besitzt. Und da man also dieses Schwingungskorsett entsprechend mathematisch fassen konnte, ist daraus eine hochinteressante Entdeckung gemacht worden, dass nämlich
Die geheimnisvollen Größenordnungen, die die Mayas bei ihrer Zeitmessung haben, ob das in der Zahl 13 definiert ist, ob das in der Zahl 20 definiert ist, ob das in der Zahl 260 definiert ist, nur einmal in dieser kleinen Form, alles exakte Konstanten sind, die in der Skala dieser Schwingungsstruktur des Proton mathematisch objektiv begründet sind. Das heißt, auch die größeren Einheiten, wie das sogenannte Katun, also diese 20-Jahr-Größe mit ihren 7200 Tagen, oder das Faktum mit ihren 144.000 Tagen, was viele von euch erkennen, auch das Piktum und alle anderen in der mayanischen Konstante vollkommen unzuortbar entdeckten Größenordnungen, haben keine Willkürlichkeit, sondern liegen exakt in der Skalenstruktur der Schwingungsgrundlage des Protons. Wobei, ob das jetzt die 7200 Tage umgerechnet knapp 20 Jahre sind, oder die 144.000 Tage des Paktums knapp 400 Jahre umfassen, sind keine willkürlich festgelegten Größenordnungen, sondern sind mathematisch objektive Entsprechungen der modernsten wissenschaftlichen Sachlichkeit der Schwingungsstruktur, die der Materie zu eigen ist. Das heißt, die Mayas haben mit ihrer kuriosen, zeitgetragenen Kalenderchoreografie etwas angewandt, was erst im Beginn des 21. oder gegen Ende des 20. Jahrhunderts in wissenschaftlicher, objektiver Sachlichkeit gefunden wurde. Das heißt, sie haben mit Maßeinheiten gearbeitet, die tatsächlich energetisch existieren. Das heißt, überall dort, wo Materie im Spiel ist, und das ist nun einmal in unserer stofflichen Welt, sei es in unserer körperlichen Welt, sei es in unserer evolutiven Spezifikation, getragen von der anorganischen Stofflichkeit, haben wir es also mit Schwingungsrealitäten zu tun, die in ihrer zahlenbezogenen Erfassbarkeit in der Zwischenzeit bekannt sind. Das heißt, im Klartext, alle im Maya-Kalender verwendeten Kuriositäten haben keine kulturelle Willkürlichkeit und Besonderheit, sondern sind kosmisch schöpfungsgetragene, objektive Konstanten. Wobei ich im Besonderen auf dieses Eichmaß 260 jetzt hinweisen möchte. Es ist eine Konstante, die von ihrer Zahl her ein sogenanntes hohes Reifeprinzip repräsentiert. Also innerhalb einer solchen Schwingungsskala gibt es verschiedene Bereiche, das werde ich da morgen einiges im Detail zeigen, die dabei sein werden. Und jetzt ist für unsere menschliche Ebene diese Zahl gar keine Unbekannte, weil etwa im normativen Bereich im Sinne der Schwangerschaft der menschlichen Spezies diese Anzahl von Tagen ganz natürlich benutzt wird, um eine sogenannte ausgereifte Entwicklung eines Abschnittes entsprechend zu erreichen. Wobei wiederum auf der dreidimensionalen, biologisch getragenen Ebene toleranzgetragene Schwankungsbandbreiten von anderen Faktoren entsprechend begleitet, Abweichungen in beiden Richtungen im kleineren Rahmen nach wie vor diese normative Größe als solches als Gültigkeit hat. Das heißt, wir haben mit der mayanischen Messtechnik eine in der Zwischenzeit wissenschaftlich objektiv verifizierte, energetisch zahlengetragene Ordnungsstruktur. Die Mayas haben es in ihrer, wo die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, woher wussten sie das, wenn wir jetzt erst so gescheit geworden sind, da müssen wir ein bisschen runter mit unserer Eitelkeit. Mythische Menschen hatten andere intelligenzgetragene Zugänge und es gab immer wieder in der Menschheitskultur inkarnierende Wesen,
die etwas mitgebracht haben, denn die klassische Entwicklung, die wir jetzt durchlaufen haben, ist ja aus einer sehr unbewussten Stufe in Richtung einer gewissen Bewusstheit, aber gleichzeitig mit einer gegenpoligen Spur auch gelaufen, werden wir uns dann auch ein bisschen anschauen. Das heißt, also, das war mir jetzt kurz auch noch ein Anhaltspunkt, dass wir, wann immer wir eine solche Messtechnik benutzen, in sehr beachtenswerter, höchster, qualitative Erkenntnisstufe uns bewegen, auch wenn uns mayanische, mythische Hinterlassenschaften auf dieses Ordnungsprinzip zunächst einmal stolpern haben lassen und es sozusagen in unsere Aufmerksamkeit gebracht haben. Das wäre jetzt kurz, also auch dieser kurze Hinweis. Und in der Zwischenzeit hat diese wissenschaftliche Grundlagenarbeit, die von russischer Seite her eingebracht wurde, hohe angewandte Instrumentarien bekommen. Unter der Bezeichnung Global Scaling Mathematik wird also mit dieser Erfassung einer Gesetzmäßigkeit in der Zwischenzeit unglaublich vieles Staunen festgestellt. Innerhalb unserer Biologie zum Beispiel, dass alle unsere vertrauten Größenordnungen, wie etwa der Rhythmus, mit dem unser Herz unsere Biologie entsprechend trägt, oder die Frequenzquote, mit der unser Atmungsrhythmus läuft, oder die Abtastkapazität des menschlichen Auges, oder auch die logistische, biologisch bekannte Frequenzstruktur, die dem menschlichen Ohr, also die Sinnesorgan, ja, wir kennen ja auch die sogenannten Strukturen, die im Muskelbereich liegen, im Knochenbereich liegen. Und alle diese biologisch, messtechnisch objektiven Konstanten sind genau bezogene Positionen, die in dieser Schwingungsstruktur die Global Scaling mathematisch entsprechend artikuliert und definiert liegen. Das heißt also, das sind diese berühmten Knoten. Bei den Knoten gibt es eine sogenannte Wertigkeit, gehen wir jetzt davon aus, vom Frequenzbereich unseres Herzschlages. Das heißt also, solche Knoten in diesem Schwingungsspektrum der Materie, dem alles zugrunde liegt in der materiellen Welt, gibt es den geringsten energetischen Aufwand. Gleichzeitig ist aber dort auch eine hohe Toleranzkomponente. Das heißt also, die Ökonomie unserer Biologie nutzt genau diese Gesetze. Das heißt also, so, der Herzschlag praktisch keine Energie verbraucht, weil er genau in einem energetischen Knoten liegt, wie wir das heute in mathematischer Objektivität kennen. Gleichzeitig aber ist er tolerant und lässt also eine vorübergehende Intensivierung bei jeder sportlichen oder intensiven körperlichen Leistung, findet das statt, kehrt aber sofort, wenn diese vorübergehende höhere Leistungsaktivität vorbei ist, kehrt er wieder in seinen energetischen, optimalen Rhythmus zurück. Das heißt also, wir haben heute im mathematischen Sinne Kenntnis darüber, warum unsere biologische Besonderheit so beachtenswert ist. Sie folgt einer energetisch getragenen Schwingungsstruktur. Dasselbe macht die Messtechnik der mayanischen Hinterlassenschaft. Und jetzt will ich also vielleicht noch ein interessanter Hinweis, wo ich also jetzt diese Thematik nur mehr indirekt hier benutze. Eine ewige Frage im Sinne der Fragen, die die Menschheit immer hatte, bis in die Gegenwart, warum sich die menschliche Spezies immer wieder in dieser horriblen Tristezität der Dramatik, wie wir sie in der Geschichte eben kennen. Und hier haben wir in der Zwischenzeit aus alten mythischen Traditionen zwar bekannt, Klarheitseinsichten,
die uns in diesem Verständnis wirklich weiterhelfen. Warum wir faktisch in fast paranoider Selbstzerstörung, im Kleinen wie im Großen, Geschichte schreibend und so verhalten, das hat damit zu tun, dass es hier im Laufe der Menschheitsgeschichte immer wieder Überlappungsimpulse gab, die eine Verfremdung des ursprünglichen Schöpfungsplanes zur Folge hatten. Ich will das jetzt kurz platzieren, indem ich euch die Fraktallogik, die in der Zeit und in der Zwischenzeit erfassbar ist. Fraktallogik bedeutet, dass innerhalb dieser verschiedenen Größenordnungen Abschnitte laufen. Fraktallogik bedeutet, und das wollte ich durch diese Spirale kurz zeigen, dass ein solcher Spiralzyklus unterschiedlich groß ist. Aber jeder Spiralzyklus wird von selbiger, mathematisch hintergründig getragener Choreografie entsprechend strukturiert. Das bedeutet, wenn ich also einen bestimmten Teil hier herausschneide, dann komme ich auf unterschiedliche Größenordnungen im quantitativen Sinne, die aber alle im selbigen Raster liegen. Das heißt, die Bedeutung der Fraktalmathematik im Sinne der mayanischen Handhabung ihres Kalendersystems hat eine vollkommen neue Betrachtungsperspektive eröffnet, weil damit das bloß lineare Zeitverständnis, das in der herkömmlichen Dreiteiligkeit von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gedacht wird, so auf einer höherdimensionalen Bezogenheit gar nicht existiert, sondern dass wir immer förmlich gleichzeitig in der Gegenwart, sowohl in der Vergangenheit wie auch in der Zukunft bezogen uns aufhalten. Also Zeitreisen sind also jetzt keine mystische Geschichte, sondern sind laufende Realitäten, die sogar in der menschlichen Ebene entsprechend zu einer ganz konkreten Alltagsrealität einsichtlich geworden sind. Das bedeutet also, im Sinne eines menschlichen Verständnisses von Lebenszeit betrachten wir das ja natürlich logischerweise in der Linearität. Das heißt, wir zählen unsere Lebenszeitspanne chronologisch in Jahren und da ist ein Jahr gerade aktuell. Viele davor sind schon von uns durchlebt worden und wahrscheinlich einige oder mehrere warten noch auf uns. Das ist unser herkömmliches, vordergründiges Verständnis. Auf der energetischen, also höherdimensionalen Bezogenheit läuft die Uhr anders. Das heißt, wir durchlaufen im Sinne der Fraktallogik ein immer wiederkehrendes, korrespondierendes Geschehen. Das bedeutet also, wenn ich jetzt wieder auf das Eichmaß komme mit seiner Zahl 260, heißt das, dass ich es in der Zeit angewandt in 260 Tagen durchlaufe. Ich bin aber auch in einem Jahresraster drinnen und der Jahresraster sagt mir, dass ich also jetzt nicht nur eine Fülle von Tagen als geschlossenes energetisches Korsett durchlaufe, sondern dass ich auch in einem Jahreskorsett mich darin bewege. Das hat zur Folge, wenn ich nun den Schlüssel kenne, und wir haben diesen Schlüssel in der Zwischenzeit vollkommen verwendbar, bedeutet das, dass innerhalb von 260 Tagen die eigenen Lebensjahre darin ständig wiederkehrend vernetzt sind. Das heißt, innerhalb von 260 Tagen tangiere ich das energetische Bezugsfeld von Vergangenheitsfeldern in konkreten Jahren, wie auch in der Vergangenheit, wie auch in der Zukunft. Darauf möchte ich aber jetzt nicht speziell eingehen, das würde jetzt in diesem Rahmen ein bisschen zu weit führen.
als würde ich eher morgen in einem Schwerpunktbereich am Nachmittag hier gewichten, weil und diese Öffnung, das ist eine Weisheitsspezifikation, die durch die tiefere Einsicht, die José Arguelles in diese kosmologischen Gesetze, die in der mayanischen Vergangenheit schon grundsätzlich angewandt wurden, aber noch nicht auf ihrer exakten Genauigkeit. Dadurch konnte die Vergangenheit, die Maya-Kalender benutzte, diese Choreografie noch nicht sehen. Die arguellische Variante hat sie sichtbar gemacht und damit kann man sich bestätigen. Ich bin zum Beispiel am heutigen Tag in einer Korrespondenz mit meinem 26. Lebensjahr. Das ist eben ein Wissen, das ich aus dieser Choreografie für mich anwende. Das heißt, ich weiß an jedem Tag, mit welchem Lebensjahr ich energetisch in einer Aktualitätsverbindung bin. Natürlich auch mit Lebensjahren, selbstverständlich in der Zukunft. Aber das nur am Rande. Wir wissen in der Zwischenzeit aus der spirituellen Öffnung heraus, dass diese Überfremdungsgeschichte, die auf diesem Schöpfungsprogramm auf dem Planeten immer wieder verdichtet stattgefunden hat und die im Wesentlichen das menschliche Ausrichtungsprinzip entgegen seiner ursprünglichen Konfiguration in eine sehr problematische qualitative Veränderung geführt hat. Und das ist auch den religiösen Mythen gar nicht unbekannt. Alle monotheistischen Traditionen und Religionen haben sozusagen aus der basistragenden alttestamentaren Information diese mythische Geschichte, dass da ein Wesen verkörpert in einer Schlange aufgetaucht wäre und hätte da den Menschen in seiner naiven, paradiesischen Ausrichtung sozusagen in eine problematische Ausrichtung gelockt und damit wäre also die Vertreibung aus dem Paradiese entsprechend und das letztlich in der Außenwelt dramatisch erfahrbare Geschehen begründet. Soweit die alttestamentale Geschichte. Ein Pendant dazu finden wir in der mayanischen Mythologie, wo davon gesprochen wird, dass fremde Götter aufgetaucht wären, die ihrerseits sozusagen die Erde okkupiert hätten und damit faktisch eine weitere evolutive Entwicklung prioritär in ihrer Programmatik damit auf dem Planeten verankert hätten. Und ab diesem Zeitpunkt wäre also faktisch ein Prozess in Gang kommen, der die gesamte menschliche Tragödie im Kleinen wie im Großen begründet. Soweit mythische Fakten. Diese mythischen Fakten haben tatsächlich Hintergrund, werde ich gleich nach der Pause im Detail erklären. Aber die Mayanen, denn wir wissen auch, worin sich diese Umprogrammierung der planetaren Entwicklung und ihrer evolutiven Schiene in der menschlichen Spezies qualifiziert hat. Übrigens auch das Alte Testament erwähnt das. Denn das erste Mythos, das nach der Vertreibung aus dem Paradies auftaucht, ist ja der berühmte Brudermord von Kain zu Abel. Das heißt also, es wird klargestellt, das menschliche Ego legitimiert sich, entsprechend über Leichen zu gehen, um sozusagen seine Antwort seines beleidigten Egos entsprechend zu definieren. Dadurch, dass die mayanischen Mythen dankenswerterweise in diesem Korsett ihrer Messtechnik zugeordnet sind, sind wir in der Lage, zumindest bestimmte Abschnitte daraus zeitlich zu lokalisieren. Und eine solche zeitliche Lokalisierung ist eine Zeitspanne, die etwa über 1000 Jahre quasi gelaufen ist, aber bereits in einer Entwicklung, die zu diesem Zeitalter gehört, also bei ungefähr 7800 vor jetzt bis 6800 vor jetzt. Diese in der mayanischen Mythologie genaue zeitliche Zuordnung
ist übrigens in der christlichen Religion aus einer, in einer anderen Perspektive bis tief ins 20. Jahrhundert vertreten worden, in dem immer wieder behauptet wurde, in der theologischen Interpretation, dass die Erdenmenschheit nur 7000 Jahre auf diesem Planeten wäre und vorher hätte es diese Erdenmenschheit nicht gegeben. Das ist aus heutiger objektiver wissenschaftlicher Erkenntnis natürlich Quatsch. Wir wissen, zumindest bis auf 2-3 Millionen Jahre zurückreichend, haben wir biologische Relikte genetischer Hinterlassenschaften, die darauf hinweisen, dass die Human, das Humangenom, wie man es nennt, eben bis auf Millionen von Jahren zurückreicht. Das heißt also, wir sind als biologisch definierte Choreografie schon sehr lange auf diesem Planeten, also mit kein Vergleich zu dieser ideologischen Aussage, dass die Menschheit 7000 Jahre alt werde. Aber diese Aussage hat etwas anderes an Richtigkeit, dass anscheinend in dieser Zeit die evolutive Entwicklung des menschlichen Bewusstseins in eine andere Richtung umgepolt zu laufen begann. Das heißt also, die klassische Historie mit der Blutspur hat also eine mehr als deutliche Hinterlassenschaft produziert. Da wir aber in der Zwischenzeit fraktal messen können, kennen wir die nächste Verstärkungskomponente und sie liegt auch in einer hochinteressanten geschichtlichen Phase, also jetzt schon jünger, etwa von 450 in unserer linearen Zählung bis 730 herum. Das heißt also, diese Zeitspanne ist der Zusammenbruch der antiken Stabilität mit der Völkerwanderung bis hin zum Frühmittelalter mit seiner unglaublichen Horror-Dramatik, die dort Geschichte geschrieben haben, ist eine energetische Entsprechung zu einer längeren Phase von etwa 1000 Jahren. Und das Ganze bekam dann noch einmal eine Verdichtung, aber noch einmal kürzer und liegt also sehr in unserem geschichtlichen traumatischen Bereich von 1935 bis 1945. Und zwar geht es darum, dass bei dieser Umprogrammierung die menschliche Antriebsrichtung, also Ego getragen und vor allem zielgerichtet von einem Mehrwertprinzip, wie aber auch von einem Machtanspruchsprinzip qualifiziert wurde. Und dieses Mehrwert- und Machtanspruchsprinzip inkludiert immer auch Ausbeutungsprogramme, in welcher Spezifikation sie bis zum heutigen Tage die menschliche Geschichte entsprechend qualifiziert hat. Das, was damals Geschichte geschrieben hat, war eine vorübergehende Maximalverdichtung, die also genau diese Illusion in der rassistischen Ideologie wiedergespielt hat und in seinem gesamten totalitären Wahn eine unglaubliche Orgie planetarer geschichtlicher Auswirkungen hinterlassen hat. Warum ich das erwähne? Weil ich euch damit zeigen möchte, dass bestimmte Abläufe, die wir geschichtlich im Außen haben, einen dahinterliegenden geistigen Kontext haben, mit dem faktisch die bestimmten Realitäten qualitativ konfiguriert waren. Und das bedeutet, ich werde dann im zweiten Teil des Vortrags nach der Pause, werde ich euch noch tiefere Einsichten in diesem Zusammenhang zeigen, vor allem deswegen, weil wir im Moment in der außerordentlichen, ich möchte fast sagen, in einer außerordentlichen kosmischen begünstigten Situation uns befinden, aus diesem Dilemma rauszukommen. Keine Generation vor uns war so begünstigt, faktisch den Wahnsinn, in dem wir Artgefangene waren, faktisch an diesem zeitlichen Feld im individuellen Bereich bewusstseinsspezifisch auszusteigen
und entsprechend eine andere Grundhaltung zu seinem Bewusstseinsfeld zu wählen. Das Geschehlaufen erzeugt damit aber unglaubliche operative Spannungsfelder im sogenannten alltäglichen Bereich. Und da will ich euch dann noch sehr spezielle Hintergründigkeiten zeigen, mit denen diese Zusammenhänge zu tun haben. Das heißt, wir sind im Moment dabei, das reicht übrigens zurück nach den heutigen Einsichten, die uns spirituell zugänglich sind, bis auf etwa 1 Million Jahre ist der Menschheitsentwicklung immer wieder mit diesen Verfremdungsimpulsen verstärkt auf dieser planetaren Ebene angekommen. Das, was dieser Maya-Mythos von den fremden Göttern in seiner bildhaften Beschreibung, da hat tatsächlich etwas mit einer Überfremdung zu tun. Das erkläre ich euch dann nach der Pause. Und kommt in immer wiederkehrenden Verstärkungen bis er sich in, denn dieses Programm ist zielgerichtet die Selbstzerstörung. Und wir sind also in einem zunehmenden Kapital der Selbstzerstörung, die insbesondere dann in den 70er und 80er Jahren am Höhepunkt des Kalten Krieges auch eine politische Realität im Gepäck hatte, eine sogenannte Wahrscheinlichkeit mit einem atomaren Holocaust, es gab ja zu dieser Zeit, Ende der 80er Jahre vor der Implosion dieses Polaritätsgefüges des Kalten Krieges, da gab es ja ein 40-faches atomares Overkill-Potenzial. Das heißt also, die gesamte Menschheitszivilisation mit ihrer biosphärischen Rahmenbedingung hätte 40-mal zerstört werden können. Soweit hat sich dieser Wahnsinn technologisch gesteigert. Das heißt, das 20. Jahrhundert war absolut auf den kritischen Punkt zulaufend. Und hier werde ich euch dann auch nach der Pause zeigen, haben wir genau in der mayanischen Messtechnik, und darauf hat José damals 1987 erstmalig aufsehenerregend Aussage gemacht und Hinweise geliefert, dass wir auch von 1986 auf 1987 den absolut kritischen Maximalpunkt durchlaufen haben, was übrigens auch durch ein Ereignis Realität gehabt hat, nämlich Tschernobyl. Tschernobyl war sozusagen der sichtbar werdende Wahnsinn, der also eine sehr beachtenswerte intellektuelle kritische Veränderung in dem menschlichen Bewusstsein bezogen auf die Atomenergie. Und wir haben vor kurzem ein Echo gehabt, eben in Japan, wo abermals auf einer sogenannten friedlich genutzten Variante in Japan eben dieses Drama bis zum heutigen Tag nicht gebändigt entsprechend erfahren. Wir sind immer noch in der Aufarbeitung und ich werde euch da einige Hintergründe zeigen, die gerade die Hilflosigkeit, mit der die gegenwärtige Welt im politischen Geschehen uns täglich mehr oder weniger artikuliert und gezeigt wird, ob das jetzt in der Machtstruktur Amerikas oder auch in vielen anderen regionalen Räumen bis hin zum eigenen Land, wo also hier dieser Weg, den wir eingeschlagen haben, keine weiterführende Zukunft hat, aber niemand sieht sozusagen wirklich einen Ausweg daraus, denn all das, was man versucht, ist eine relativ bedeutungslose, vorübergehende Kesselflickerei. Das heißt, auf der Spur, auf der wir unterwegs sind, gibt es keine Zukunft. Aber das bedeutet jetzt nicht, dass wir in die Panik kommen müssen, sondern wir sind, ohne dass wir es merken, auf einem Spurwechsel angekommen, der sich allmählich erst deutlich machen wird. Zunächst auf der Individuebene macht er es bereits, da sage ich euch dann auch etwas, auf der kollektiven Ebene
warten wir noch sehnsüchtig darauf. Aber jetzt wollen wir uns so eine 20-minütige Pause vergönnen und dann diese Themen ein bisschen genauer anschauen.